Leute. Wo muss ich hin? Ich krieg kein Ziel angezeigt, wo ich hin muss. Ich werde wahrscheinlich hier in den Raum müssen. Ich wiederhole, Ripley, können Sie mich hören? Ich möchte mich trotzdem erst noch mal ganz kurz. Können Sie mich hören? Sind Sie nah genug für Funkkontakt? Ripley, Gott sei Dank, ich kann Sie hören. Sie müssen die Hydraulik und das Landesleben bereit machen, damit wir andocken können. Leiten Sie die Andock-Sequenz ein. Ja, und was wäre denn schlimmer? Oder was wäre denn, es wäre einfach zu leicht, wenn wir hier nicht Gesellschaft kriegen könnten oder würden. Okay, durch den Schacht können wir nicht mehr. Wir kriegen auch, doch, wir kriegen mir was angezeigt. Ist natürlich supi. Mein Gott, hier geht alles den Berg runter. Ich würde mir gerne ein Medikit herstellen, aber uns fehlt immer noch, welche Komponente fehlt denn? Oh, die Impfpistole. Wo sollen wir denn die scheiß Impfpistole jetzt noch herbekommen? Hi Patrick, willkommen zur Let's Play Live Show. Strom wiederherstellen, ja super, klasse. Oh, da liegt einer unten drin. Nein, wir können immer noch kein Medikit herstellen. Wir folgen mal den Stromkabeln. Hier liegt Schrott. Mein Gott, was soll ich mit dem ganzen Schrott? System neu starten. Natürlich. Zzz. Okay, das sieht gut aus. Sieht aus, als hätten wir dem Gerät wieder Strom gegeben. Hallo? Ich möchte hier raus. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein, falsch. Fuck. Falsch. Sofort falsch gedrückt. Nein. Beim ersten Mal sofort falsch. Ja, supi. Das ist noch am einfachsten von allen. Und jetzt? Ich habe das Gefühl, das Alien ist hier. Aber nur so im... Ich glaube, wir sind hier nicht alleine. Was konnte ich denn hier drücken? Achso, der spinnt. Und was ist, wenn der Nightbot mal kurz aufs Klo muss? Der muss nicht aufs Klo. Auf keinen Fall. Nein, falsch. Nein, falsch. Ja, nein, falsch. Nein, falsch. Was ist denn los? Ey, gib so. Aktivieren Sie die Andockklemmen. Oh nee, oder? Nein, 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 auf keinen Fall. Auf keinen Fall, Alter. Ist hier noch was am Li... Ich guck mich noch mal ein wenig um. Ich weiß, ist ganz schön stressig gerade. Aber ich möchte mich doch ein wenig umsehen, ob hier vielleicht doch noch was liegt. Ne, man weiß ja nie. Ich weiß, dass der gleich aufsteht, also könnte ich mir vorstellen. Kommt man hier unten rein? Ja. Wunderbar. Oh, der steht doch auf. Fehler? Uah, was mache ich denn? Oh, jetzt fehlt nur noch das Alien, ja. Was haben wir denn hier? Stabilitätswarnung. Störung der Orbit-Stabilisatoren bestätigt. Orbit-Stabilisatoren-Reserven sind offline. System erwarten Nachrichten des Orbit-Anlufaktionskoordinators. Okay.
Audio haben wir nichts. Zubehör, Andockklemm. Ja! Verlaine, die Andockklemmen sind aktiviert. Zum oberen Kontrollraum. Oh oh. Ich werde mal den Flammenwerfer auspacken, nur zur Sicherheit. Ja, und natürlich aus dem Grund werde ich schon die ganzen Folgen hochladen bei YouTube, für die Leute, die halt es heute nicht schaffen zuzugucken oder auch beim letzten Mal vielleicht nicht dabei waren, die das Ganze dann nochmal verfolgen können. Für die werde ich dann die Folgen dann, wie gesagt, auf YouTube nochmal hochladen. Hier sind überall Sachen drin. Ich brauche eine Impfpistole. Dann können wir endlich ein Medikit herstellen. Und speichern wäre cool. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, Alien oder Predator? Wie ist das gemeint? Wer man sein möchte? Also ich würde doch lieber, glaube ich, ein Predator sein. Nein, ich will... Oh, was mache ich denn? Ich will auf Ja drücken und nicht auf Nein. So, ja. So, Spiel gespeichert, sehr schön. Jawohl. Ich höre das Alien, ich höre das Alien, ich höre das Alien. Ich höre das Alien, ich höre das Alien. Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment, ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Ja, der Raumanzug war... Der Raumanzug war unten gewesen. Fahren Sie die Wartungsbühne aus. Fehler. Freigabe. Sevastopol. Initialisierung. Ich kann nur bestätigen, dass alle Systeme von Sevastopol funktionsbereit sind. Unser Orbit um KG-348 ist nicht mehr degenerativ. Vielen Dank an das Schlepperteam. Wir sind geschäftsbereit. Viel Glück. So, Zubehör. Personalbrücke entfernt. Wartungsbrücke ausfahren. Geschafft. Wartungsbühne. Begeben sich zur Luftschleuse. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder zurück gegen das Alien wahrscheinlich kämpfen. Vermute ich mal. Weil ich weiß nämlich, wo die Raumanzüge waren. Und wer von euch aufgepasst hat, weiß das auch. Alter, kann ich nicht... Boah, sieht das geil aus. Tüdüdü, das ist also die Wartungsbühne. Das heißt, wir müssen also jetzt gleich darüber laufen. Da ist die Torrance, da unten steht's. Wunderbar, Torrance. Der Predator ist cool, das Alien hat auch was, das stimmt allerdings. Das Alien kann ja an der Wand hochkrabbeln und unter der Decke und durch Schächte. Ist schon irgendwie... offen, das Alien steht da. Mit Sicherheit. Deswegen werde ich jetzt nochmal eben auf die Schnelle speichern. Denn ich glaube nicht, dass es das gewesen ist, dass wir das Alien jetzt nicht mehr sehen werden. Ich glaube, das kommt jetzt nochmal, hundertprozentig. Ich wusste es. Ich wusste es. Und es geht auch schön die Treppe runter, wie praktisch. Es geht also schon mal vor. Ja, toll. Wo ist es denn hin? Ach, da unten ist es. Es geht da unten rein, okay. Ja, es ist da unten reingegangen. Ja, klasse, super. Genau da, wo wir hin müssen. Aber wir haben ja unseren Flammenwerfer. So ist es ja nicht. Aber wir haben nicht mehr viel Leben. Das ist das Problem. Wow! Geh weg! Wo war denn nochmal jetzt die, links war das, ne? War klar. Geh weg. Boah, boah, komm, komm. Oh, speichern. Speichern. Ja, 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 ja.
Warum ist auf einmal so still? Die Musik ist weg. Was? Nein! Nein! Was? Oh oh. Ich glaube, wir haben das Sevastopol nicht verlassen. Oder kommt jetzt vielleicht das große Finale in der Let's Play Live Show? Ich bin erleuchtet! Was? Nein! Ja! Fuck! Wieder guckt? Oh, Gott sei Dank haben wir noch unsere Waffen. Kehren Sie zurück zur Luftschleuse. Ja, super. Jetzt ist aber echt der Hammer. Mal echt der Hammer, dass das hier doch so lange geht. Medikit können wir herstellen. Ja, 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 ja. Ja, wir haben sogar noch eins in Reserve. Das ist gut. Und wir müssen aufpassen auf die scheiß Klein-Facehugger. Leuchtfackel, wer braucht schon eine Leuchtfackel jetzt? Ich will nur hier raus. Ich will nur hier raus. Oh, Revolvermunition. Alter, ich will nur hier raus. Wo muss ich lang? Nein. Nein. Was? Nein. Nein. Nein, geh weg! Boah, ihr seid so hässlich! Ihr seid so hässlich wie die Nacht! Ihr seid so hässlich wie die Nacht! Oh, noch mehr Munition? Nee, Leuchtfackeln! Wer braucht denn Leuchtfackeln jetzt? Könnt ihr euch... Was, was? Wo? Uah! Uah! Uah, ich hör's nur krabbeln! Oh oh, oh oh. Boah, Alter, jetzt kommt aber auch die Sonne. Geh weg. Alter, die Sonne kommt jetzt aber auch. Die ist aber echt heavy jetzt gerade. Die Sonne verbrennt mich. Nein! Ich bin doch ein Vampir. Alter, wie sieht das denn hier aus? Und vor allem. Wow! Wow! Ach du Scheiße! Komm, wir verbrennen in den Arsch. Jetzt einmal am Schwanz ziehen. Brenn du Sau! Brenn du Sau! Ich weiß gar nicht, ob das richtig war jetzt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich hoffe mal. Weil so viel Munition haben wir jetzt auch nicht mehr. Über diese Eier. Ich würde gerne mal speichern. Gibt's hier überhaupt sowas noch wie einen Speicherpunkt? Ich weiß es gar nicht. Sonne! Alter, was ist mit... Oh. Alter, was... Ich verbrenne! Alter, was ist mit der Sonne los? Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ich muss mal eben hier die Tür, glaube ich, zumachen, weil sonst ist es ein bisschen blöd. Ah, so ist doch schon viel, viel besser. So, Entschuldigung. Ja. Immer noch rosa alles. Was? Nein! Wow! Was war das denn? Klingt komisch, ist aber so. Oh, da sind noch, da können wir noch was sammeln. Sehr schön. Ach ja, hier die Zeit haben wir ja zum Sammeln. So ist es ja nicht. Pumpgun-Munition, wie geil ist das denn? Geht in der Pumpgun wirklich nur 4 Schüsse rein? Können wir noch was herstellen?
Ne, MP-Granate, wer braucht die schon? Okay. Flex, du Vampir. So, dann wollen wir mal. Großes Finale. Definitiv. Wir müssen nur noch unseren Raumanzug anziehen und verschwinden. Es klingt leichter als, ja, als gedacht. Oh, oh. Das ist mir schon wieder viel zu still hier gerade. Und wir kriegen so viele Sachen. Ey, kann doch nicht sein, dass der Flammenwerfer sich so komisch anhört, oder? Was? Alter! Ich muss es hier einfach nur durchschaffen. Ja, ich glaube auch. Ich würde sagen, das war gerade mal ein Transit. Ich weiß gar nicht, wo lang. Hier kommen wir noch gar nicht weiter, oder? Nicht, dass da gleich noch einer kommt. Wo müssen wir denn hin? Ah, hier. Oh, Uah. Boah, bitte nicht noch... Da kommt doch bestimmt noch ein Transit gleich, hundertprozentig. Wow! What the fuck? Alter! Alter, was war das denn? Alter! Zu knapp! Nur noch raus hier! Oh! Alter, was ist das denn? Wie gut, dass ich eine Fahrkarte habe. Ja, liebe Leute, kauft euch eine Monatskarte. So, Hallo, Zug? Wo komme ich denn? Wo komme ich denn hier weiter? Hallo? Ah, hier bestimmt, ne? Uah! Liebe Kinder, nicht über die Züge gehen, nicht über die Bahnen gehen. Das ist zu gefährlich, ihr seht's. Ha, hier saß bestimmt immer der Trainman. Von Matrix. Okay, wir müssen... Keine Ahnung, wo wir lang müssen, ich weiß es nicht. Gehe ich durch den... Oh, das Spiel speichert. Von alleine. Das heißt, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo wir nicht mehr zurückkehren können. Okay, geht's eh nicht lang. Tja, mit der Sevastopol geht so langsam den Berg ab. Wo? Wo denn? Oh nein, bitte nicht hier, Facehugger. Es wäre zu... Ich hab doch noch ein... Oh nein! Fuck! Shit! Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo das Spiel lädt. Gegner reagieren auf den Strahl da ihrer Taschenlampe. Ja, super. Ach ja. Meine Güte. So. Ja, und ihr seht, das Spiel hat hier gespeichert. Also heißt es jetzt hier überleben. So, erstmal... Da muss aber noch einer kommen. Ja! Brenn, du Sau! Brenn! Ihr hässlichen Viecher! Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun? Oh, da läuft schon wieder. Da läuft schon wieder eins. Da läuft schon wieder eins. Da lief eins. Ich höre es nur. Wo müssen wir denn lang? Wo müssen wir denn lang? Wir sind doch im Kreis gelaufen. Oder nicht? Oh. Hi, Jungs. Der andere geht nicht tot, oder was? Okay, der andere geht nicht tot. Ja, super. Der wartet doch nur drauf, dass wir um... Hä? Wo müssen wir denn lang?
Hallo? Ah, hier vielleicht? Ja, ich glaube ja. Hallöchen, hi! Das Spiel hat kein Ende, was? Nee. Erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ihr braucht... Oh! Oh, oh, oh! Ihr braucht auch nicht mehr... Wow! Fuck! Ihr braucht auch nicht... Oh, oh. Ihr braucht auch nicht mehr Werbung reinschreiben. Das macht der Nightbot jetzt alles automatisch. Uah. Boah, wir sollten hier schleunigst weg. Schleunigst. Oh, wo ist der Ausgang da? Boah, das sieht aus wie bei Outlast jetzt. Versuchen Sie zu entkommen. Wischmob des Monats, ich grüße dich. Wischmob des Todes, nicht des Monats. Aber erstmal speichern. Ist das richtig hier lang? Puh. Würdest du sagen, dass sich das Spiel lohnt zu kaufen? Ja, auf jeden Fall. Also, definitiv. Also... Ja, lohnt sich. Lohnt sich. Nur man muss halt wirklich damit rechnen. Also es zieht sich unheimlich in der Länge. Das hätte ich nicht gedacht. Es zieht sich unheimlich. Boah, es sieht so aus. Es sieht wirklich förmlich danach aus, als hätten wir es. Wie ist das Game so? Rockshow, hi, ich grüße dich. Richtig geil. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind jetzt gerade Finale. Ich spiele seit dem 4.10. jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr und ab und zu mal einen Sonntagstream wegen Alien, weil es ja auch sehr, sehr lange geht. Wow. Es ist verdammt cool. Verdammt geil ist es. Leute, kauft's euch. Es ist cool. Es ist eins der besten Alien-Spiele ever, das ich je gesehen habe. Wow. What the fuck? Ich glaube, hier geht gerade alles zur Neige. Wischmob des Monats habe ich gelesen. Wie lange geht's? 12 Stunden? Nee, ich glaube, es hat also. Ich glaube, 15 Stunden, glaube ich, oder so. 14, 15, glaube ich, hat's. Ich bin aber jetzt schon bei 23, 24 Stunden, die ich jetzt spiele selber. Wow. Also nicht, dass ihr denkt, wir haben einen gesoffen. Die geht einfach so. So, Schalter benutzen. Dann geht's jetzt los. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch Kundschaft kriegen, aber ich kann nichts mehr benutzen. Nur für Fans gut? Nicht nur für Fans. Ich würde sagen, guck dir Teil 1 an und dann spiel das Spiel. Aber so ist es auch ein sehr, sehr geiles Action-Survival-Horror-Game. Auf jeden Fall. Macht eine Menge Spaß. Wow. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt noch ein schreckliches Ende. Das sieht förmlich danach aus. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir packen das. Frustfaktor an einigen Stellen sehr hoch. Ja, muss ich bestätigen. Aber es lohnt. Also es lohnt wirklich, dann trotzdem weiterzuspielen. Es lohnt wirklich. Also Story ist sehr, sehr geil. Grafisch ist es echt eine Wucht. Auch wenn jetzt mein Stream halt nicht die perfekte Streamqualität hat. Aber so ist es sehr, sehr geil. Auch spielerisch. Wie ich kann sie sehen. Was, bereiten Sie die Ausklinkung vor? Was muss ich denn... Ah, hier bestimmt irgendwas tun, ne? Boah. Auch so diese kleinen Mini... Beziehungsweise diese kleinen Minigames bei diesen Schalterrätseln und sowas, alles total cool gemacht. Boah, Alter, sieht das mal geil aus.
Oh! Ach du Scheiße! Nein! Nein, 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 die Aliens sind da, die Aliens sind da, die Aliens sind da, die Aliens sind da. Oh, die Aliens waren da. Oh, zerstören sie den Bolzen? Danger, emergency dog clapping release. Boah, ist das cool gemacht. Und diese Dramatik gerade. Welche Spiele streamst du als nächstes? Weiß ich noch gar nicht. Lass uns erstmal überraschen, ja? Boah, ist das geil gemacht. Ohne Spaß, ist richtig cool. Diese Dramaturgie jetzt gerade. Und ich weiß, dass die Aliens da waren. Ist das wie ein Film? Ja, auf jeden Fall. Ist definitiv wie ein Film gemacht. Also hat mit den Alien-Filmen ist auf jeden Fall richtig was zu tun. Noch nie war ein Alien-Spiel so nah an den Filmen dran. Sehr, sehr geil. Wie gesagt, besucht mich auf meinem YouTube-Channel ReflexGER. Der Nightbot wird gleich einfach mal meinen Channel wieder posten, dann seht ihr den. Besucht mich da mal, weil da Folge 1 bis heute, die ganzen Streams werde ich da hochladen. Folge 1 und 2 sind ja schon online. Und da könnt ihr das Ganze dann verfolgen. Oh! Oh! Was? Ach du Scheiße, gib... Drück den Knopf! Drück den Knopf! Oder? Oh, 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 oh! Drück ihn! Twitch-Name ReflexGER. Das Ende der Jagd. Trophäe erhalten. Und jetzt halt ich meine Fresse, jetzt kommt Video. Ist das Ende? Wie kommen wir aber zurück? Mal gucken, was jetzt noch so kommt, so videomäßig, weil ich denke mir mal, dass da noch was kommen wird, weil ich glaube nicht, dass es das Ende war. Schauen wir mal. Ich bin echt gespannt. Der funktioniert. Werbung geht nicht mehr. Werbung macht er automatisch jetzt. Braucht er nicht mehr schreiben, die Werbung. Ja? Werbung macht er automatisch. Verlaine, ich bin auf dem Weg zur Brücke. Yes! Es geht noch weiter. Wie cool ist das denn? Gehen Sie zurück zur Brücke. Treffen Sie Verlaine auf der Brücke. Verlaine, ich bin wieder da. Nach diesen Anstrengungen und Strapazen sind wir jetzt wieder zurück. Auf der Torrance. Wow. Hier haben wir ja den Doktor ganz am Anfang des Spiels getroffen. Der ja leider auch schon von uns gegangen ist. So, wir haben alle verloren. Alle, außer Verlaine. Wie gesagt, der Nightbot schreibt alles automatisch. Ihr braucht nicht mehr Werbung reinschreiben. Der Nightbot... Kann ich mich umziehen? Wieso kann ich mich hier nicht umziehen? Der Nightbot postet also alle... Nein. Werbungen automatisch. Wo muss ich denn hin? Die Brücke ist, glaube ich... Muss ich hier... Ist hier die Brücke? Nee, oder? Alter! Oh, ich schreck mich doch nicht so! Du Kack-Scheiß-Alien, Alter! Du Kack-Alien! Du Kack-Alien! Alter! Geh weg! Kack-Alien! Alter, du Kack-Alien, geh weg! Oh! Oh! Ach, jetzt auch noch hier so... Hasta la vista, Baby! Mm-hmm.
Ripley over. Trophäe erhalten. Nein. Nein. Mach's gut. Grüß mir den Mann im Mond. Nein. Hä? Was war das jetzt? Sie hat auf jeden Fall die Augen gezwinkert oder so bewegt. Ja, das war Alien Isolation. Wahnsinn! Detected two of the memories of our friends and colleagues Simon Franco, 1978 geboren, 2014 gestorben. Tja, das ist ja Wahnsinn. Was ein Ende. Was ein Ende. Hi Wheeler. Ja, das ist Alien Isolation gewesen. Wahnsinn. Wie gesagt, die ganzen Folgen landen auf YouTube, auf meinem YouTube-Channel. Listen, listen, listen to the radio. Ich höre gerade Ripley im Hintergrund. Ist es jetzt Amanda? Weil ich habe es jetzt ja am Ende so ein bisschen nicht ver... Ich habe es am Ende jetzt nicht so ganz verstanden, was es bedeutet. Entweder, weil sie hat ja noch so ein bisschen so die Augenlider bewegt zum Ende hin. Heißt es jetzt so viel wie, sie lebt noch? Aber was war denn dieser Scheinwerfer? War das ein anderes Schiff? Wurde sie jetzt wieder aufgenommen von so einem anderen Schiff? Kann ich mitbekommen, dass du streamst? Ja, hi, Shownator und hallo alle, die gerade zurückgekommen sind. YouTube-Name, ReflexGER, der Nightbot postet aber auch zwischendurch meinen YouTube-Channel. Automatisch, ihr braucht da keine Werbung mehr reinschreiben. Da kommt auch schon der Nightbot. Der macht das alles automatisch diesmal. Ja, da ist mein YouTube-Channel. Wie passend, gerade gefragt, jetzt steht er da. Ja, ich weiß nicht, was soll ich von dem Ende halten? Was haltet ihr von dem Ende? Was denkt ihr? Sieht es aus nach dem zweiten Teil förmlich? Alien vs. Predator Isolation? Ich weiß es nicht. Gibt eine Fortsetzung? Ja, sieht förmlich danach aus. Also auf jeden Fall, weil doch... Also dieses Augenlid zucken und diese Scheinwerfer sahen förmlich danach aus, als würde sie aufgenommen werden von so einem neuen Schiff. Oder vielleicht von der Torrance. Nee, die Torrance. Was ist eigentlich mit der Torrance passiert? Sie hat auf den Knopf gedrückt und dann war sie im Weltall. Ist die Torrance jetzt kaputt, zerstört? Ich weiß es nicht, Mann. Keine Ahnung. Man kann jetzt viel da hinein interpretieren. Das, ja, oder es kommt ein, aber weiß nicht, ein Story-DLC ist nicht angekündigt. Es sind ja nur Überlebensmodi-DLCs angekündigt. Story-DLC gibt's leider nicht. Also soll es angeblich nicht geben. Fände ich schade, weil das ist ein Spiel, das hat das ein Zeug dazu, einen zweiten Teil oder ein DLC zumindest. Das was. Wer? Pick me up? Sie hat gerade irgendwas gesagt von Pick me up. Ich habe das nicht ganz verstanden. Mist. Ja, könnte zwei Teile rauskommen, könnte einen zweiten Teil rauskommen. Evil Predators Isolation, ja, wäre auch cool. Und dann von denen, also Predator von denen dann, das wäre auch cool. Das war kein Ende. Sehr verwirrendes Ende, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich, keine Ahnung, ich kann auch gerade nicht weiterdrücken, also es geht nicht. Der Ladebildschirm da unten, der ist da am Drehen. Ich habe gerade nicht verstanden, die Amanda, die quasselt gerade im Hintergrund. Die quatscht gerade im Hintergrund so ein bisschen hinter der Musik und gerade hatte sie irgendwas gesagt. Ja, fertig! Endlich fertig, kann man auch sagen. Mein Gott! Und wir haben noch nicht mal eine ganze Stunde gespielt, also war es gestern gar nicht mehr so weit entfernt vom Ende. Ja. Und... Tja, Wahnsinn. Also ich kann dazu sagen, tolles Spiel. Kann man sich kaufen, kann man sich holen. Lohnt auf jeden Fall, ist das Geld definitiv wert. Geile Grafik, geiles Spielerlebnis. Super Horror Survival. Frustfaktor, würde ich sagen, wenn von Punkte von 1 bis 10, Frustfaktor, wenn 10 der höchste Punkt ist, würde ich geben eine 8. Also sehr hoher Frustfaktor, was so die Technik vom... Frustfaktor, wie gesagt, 8 Punkte von 10, sehr hoch. Sonst so spielerisch, also sehr geil gemacht. In eine Länge gezogen, auf jeden Fall, kann ich auch bestätigen. Das Spiel ist in
sehr, sehr, sehr starken Länge gezogen. Also ihr seht wie mich, ich bin halt kein Pro-Gamer, der da durchrennt wie so ein Wahnsinnigen, der das Spiel angeblich, gestern hat einer geschrieben, er hat das unter 13, 14 Stunden durchgespielt. Kann ich mir schwer vorstellen. Ich jetzt alleine habe circa 25 Stunden auf dem Buckel mit dem Spiel. Ja, ich habe ja bis heute jeden Freitag, ja nicht jeden Freitag, aber fast jeden Freitag, jeden Samstag gespielt. Immer von 20 Uhr angefangen. Und tja, ich lasse mich da mal überraschen, was da in nächster Zeit auch von dem Entwicklerteam kommt. Bitte von den Entwicklern, bitte was Neues. Predator wäre cool. Predator, bitte mach ein Predator-Spiel. Ich weiß gar nicht, wo die Rechte liegen von Predator, wer die momentan hat. Machst du Neustart Plus? ich bekomme schon wieder so viele Freundschaftsanfragen, ist unglaublich. Ihr dürft mir nicht böse sein, wenn ich die Freundschaftsanfragen nicht sofort annehme. Ich habe schon so viele auf meiner Liste. Ich blick da schon gar nicht mehr durch. Machst du Neustart Plus? Signing off. Okay, ich dachte, sie wiederholt das vielleicht nochmal jetzt. Welchen Schwierigkeitsgrad hast du gespielt? Ich habe auf Normal gespielt und es war sehr frustrierend. Auf Normal. Ich werde, glaube ich, jetzt als nächstes... Viele fragen sich jetzt natürlich, was gibt's jetzt als nächstes hier in der Let's Play Live Show? Ist es jetzt endlich vorbei? Das Alien-Drama? Wir werden jetzt, denke ich mal, nochmal kurz in den Überlebensmodus reinschauen, wie der ist. Ja, habe ich ja versprochen beim allerersten Stream, dass wenn wir das Spiel durch haben, den Überlebensmodus uns anschauen. Natürlich, weil ihr euch natürlich dafür auch interessiert. Und Outlast, ja... Du sagst es, Shownator, ich habe mal wieder richtig Bock auf Outlast und ich glaube, wir werden heute im Stream noch Outlast sehen. Ja? Aber jetzt gleich spielen wir erstmal Alien Isolation Überlebensmodus und danach gibt's Outlast Überlebensmodus, weil ich habe mal richtig Bock, ich habe jetzt schon so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal, ich könnte eigentlich quasi gleich mal gucken, wann ich letztes Mal Outlast gespielt habe, ist schon sehr, sehr lange her. Damit hat ja alles angefangen in der Let's Play Live Show. Ja, Let's Play Live Show jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Sonntagstream jetzt wieder Ausnahme gewesen wegen Alien. Da könnt ihr mich, wie gesagt, besuchen hier. Und Prost zusammen. Erstmal einen Schluck trinken. Ah. Was steht da? Terry Higgins, Senior Media Event Manager. Wen haben wir denn da noch? Den Andrew Wong. The First Party Coordinator, Story DLC. Was heißt ein Story DLC? Pinkelpause. Pinkelpause, hi, Nice King. Wischmob des Todes, Pinkelpause? Ja, jetzt könnt ihr erstmal pinkeln gehen, definitiv. Also jetzt kommt ja sowieso erstmal nur Schrift. Ich weiß ja nicht, wie lange das noch geht. Ich kann ja, wie gesagt, nichts. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts da. Ich kann nichts drücken, geht nicht. 20 Century Fox. Also das mit Ellen. Ja, das ist ja kein Story-DLC, Vladi. Vladi, das ist kein Story-DLC. Das ist, kein Story... Es gibt keine Story-DLCs. Die DLCs, die beim Spiel dabei sind, ja, viele lassen sich da so ein bisschen beirren. Zum Beispiel diese Ellen-Edition. Das ist einfach nur ein Überlebensmodus-Karte. Ja, das ist kein Story-DLC. Es gibt leider, und die Entwickler haben auch gesagt, dass es wohl angeblich kein Story-DLC geben wird. Finde ich, wie gesagt, schade. Wir schauen trotzdem mal gleich mal rein in die beiden DLCs und den Überlebensmodus und dann schauen wir mal. Tja, jetzt muss ich so lange die Credits irgendwie überbrücken. Ihr könnt ja währenddessen Pinkelpause machen. Pinewood Studios. Orchestral Score. Oh, ich freue mich schon auf Outlast. Ohne Spaß, ich freue mich richtig, ja. Ja, Vladi, wie gesagt, ist leider kein Story-DLC. Man spielt da halt nur die Sigourney Weaver in dem DLC, aber nur halt in so einem Überlebensmodus. Ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es ja ein bisschen Story dabei. Ich weiß es ja selber nicht, keine Ahnung. Fertig. Hast du auch Hände gewaschen? Wischmob des Todes? Ich hoffe mal schon, du warst ganz schön schnell. Dass man die Scheiß-Credits nicht überspringen kann, ja. Es geht leider nicht. Ich kann es nicht ändern. Mich würde mal interessieren, wie lange die gebraucht haben, für dieses Spiel zu entwickeln. Also, wann die damit angefangen haben. Weil schon echt toll gemacht. Also auch dieses 3D-Scanning, okay. Ah, dieses,
Diese Grafik alleine, ey, dieses war schon cool. Auch dieses Design von den Raumschiffen und so richtig cool gemacht. Wie findest das Spiel The Evil Within? Bis jetzt sehr geil. Ich mache ja ein Let's Play davon momentan auf meinem YouTube-Channel. Special thanks Terry Rodling und Dennis Lowe. Finde ich sehr geil. Wie gesagt, Let's Play, heute neue Folge rausgekommen. Ich glaube Folge 6. Könnt ihr euch angucken bei mir auf meinem Channel YouTube. Outlast gibt es im Store für 15 Euro. Oh, zuschlagen. Wer Outlast nicht kennt, ja, hat was verpasst. Ja, wir sind mit den Credits durch. Ich habe die Credits gut überlabert. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht kommt ja jetzt noch irgendwie was, ein Video oder so. Weil da ist ja immer so die Hoffnung von den Spielern nach den Credits, dass vielleicht noch irgendwie so ein Bonus-Info kommt oder so. Bitte, das wäre so geil. Nein, leider nicht. Das war das Ende gewesen von Alien Isolation. Circa 2 bis 3 Jahre, glaube ich. Okay, circa 2 bis 3 Jahre haben sie angeblich entwickelt.